Regionale Küche auf höchstem Niveau. Einer, der sich damit auskennt, kocht hier im Restaurant Schwarzer Hahn im Deidesheimer Hof. Das neu gestaltete Gourmet-Restaurant mit Blick in den Weinkeller hat schon viele Preise gewonnen. Wir schauen in der Küche nach. Michelin-Sterne-Koch Stefan Neugebauer veredelt heute ein Pfälzer Gericht. Ja, also wir haben erstmal hier vorbereitet unseren Saumagen. Da ist also die normale Saumagenmasse mit Kartoffel, Schweinefleisch, eine ganz magere Geschichte. Und wir haben das noch verfeinert mit Trüffeljus und ein bisschen Périgord-Trüffel. Und dann habe ich noch ein bisschen Pfälzer Gemüse, ein bisschen unbekannteres, eine Kerbelknolle, also die Wurzel von der Kerbel, von dem Kerbelkraut, eine schöne Karotte und die werden wir dann noch schmoren. Ja, ich habe jetzt hier unseren Saumagen, den habe ich schon ein bisschen vorbereitet. Der ist gefüllt mit unserer normalen Saumagenmasse, Kartoffeln, Quatre Épices, das ist eine französische Gewürzmischung von 4 Gewürzen mit Makis drin und ein ganz klein wenig Zimt und Périgord-Trüffel. Das ist natürlich ganz wichtig. Und der geht jetzt ab in den Sud und muss dann ungefähr 30 Minuten garen. So, den Sud habe ich jetzt abgeschmeckt mit allerlei Gewürzen. Da ist ein bisschen Fenchel und Kümmel drin, damit das Gericht auch schön leicht wird. Mit Lorbeer, Meersalz und so, dass der Saumagen da schön drin gart. Also wir müssen uns ein bisschen mit dem Gemüse beschäftigen. Ich habe jetzt hier die Kerbelknollen. Das ist also wirklich die Wurzel von dem Kerbelkraut. Das schmeckt so ein bisschen süßlicher in die Richtung von einer Pastinake oder Petersilienwurzel. Aber es ist vom Geschmack her noch ein Tick feiner. Und es ist so wirklich eine schöne Beilage, gerade zu einem Gericht, was auch so gehaltvoll ist wie ein Saumagen mit Trüffel. Die Kerbelknolle muss man immer schön schälen. Dann kann man also schwierig mit Schale essen, sondern es sollte geschält sein. Und wir werden das dann nachher noch ein bisschen in dem Sud von dem Saumagen mitgaren. Mit den ganzen schönen Aromen, die da auch in dem Wasser drin sind. Und ganz am Ende wird es noch angebraten. Wichtig ist, dass man da keine Schalenreste dran hat. Den Strunk muss man auch noch ein bisschen rausschneiden. Unser zweites Gemüse ist jetzt ein bisschen Buntmöhre. Und die kaufe ich auch immer am liebsten mit Grün, damit sie noch schön saftig sind und nicht trocken sind. Also sie müssen immer noch knacken, wenn man die auseinanderbricht. Eine Karotte, die darf nicht so schwabbelig sein, sondern sollte wirklich schön knackig noch sein. Ich denke, ein Saumagen mit Trüffel ist schon was für den besonderen Anlass, aber man mag ja auch die Abwechslung. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass man den Gästen auch eine Abwechslung bietet. Ne? Ich sage immer, der Saumagen mit Trüffel ist was für sonntags, der normale was für unter die Woche. So, jetzt müssen wir unser Gemüse noch ein bisschen vorgaren, weil ich möchte das nachher zusammen mit dem Saumagen schön ein bisschen Rosmarinbutter anbraten, sodass das schmort. Und wir haben ja da schon ganz tollen Gewürzsud, wo der Saumagen so langsam drin gart. Und da tun wir jetzt auch das Gemüse rein. Ja, ist auch ganz praktisch zum Nachkochen. Dann hat man nämlich auch schon gleich so ein kräftiges, schönes Aroma mit in dem Gemüse mit drin. Ja, sicherlich kann man zu Hause auch einen Saumagen machen und man kann da auch kreativ sein. Man kann im Sommer ja auch einen schönen Saumagen mal mit einer getrockneten Tomate machen oder im Herbst mit Kürbis oder mit Kastanien. Aber in einem Restaurant zu genießen, das ist halt nochmal was ganz anderes. Habe ich jetzt so ein paar Zwiebelchen, da möchte ich nachher den Saumagen noch ein bisschen drin anbraten. Da brauche ich ein wenig Zwiebel und ein bisschen Knoblauch, nicht zu viel. Bei den Zwiebeln verwende ich auch am liebsten weiße Zwiebeln. Die sind am mildesten. Und da hat man auch wirklich noch einen schönen Geschmack. Und gerade beim Anbraten ist es schön, da kommt schön die Süße raus. Das karamellisiert schön in der Pfanne. Ja, wichtig ist auch, dass Sie da frische Zwiebeln haben. Das ist ähnlich wie beim Knoblauch, dass man da nicht den gelagerten nimmt, sondern wirklich auch frischen Knoblauch, der noch nicht innen drin schon den grün ausgebildeten Strunk hat. So, unser Saumagen hat jetzt so 20 Minuten circa leicht gekocht. Und jetzt werde ich ihn hier rausnehmen. Und jetzt kann man schon überprüfen. Ist jetzt nicht zu fest, ist schön soft. Genau, richtig so. Und dann haben wir unser Gemüse ebenfalls in den Aromaten gebraten, gegart. So, jetzt kommt ein gutes Stückchen Butter damit rein in unsere Pfanne.
dass man es auch wirklich schön in brauner Butter rundherum anbraten kann. Ja, da braucht man jetzt nicht sparen. Das ist schon wichtig, dass da der Geschmack rankommt. Ja, also Butter verbrennt natürlich relativ schnell, dadurch, dass da die Molke noch mit drin ist. Wenn man das vermeiden will, muss man geklärte Butter nehmen, aber genau die Molke wollen wir ja hier drin haben, dass sie so ein bisschen braun wird, die Butter, so dass unser Saumagen auch so einen leicht nussigen Geschmack noch von außen bekommt. Und ebenfalls das Gemüse wird natürlich in einer frischen Butter gebraten, erhält das nochmals viel besseres Aroma. Jetzt kommt auch wieder unsere Zwiebel ins Spiel, die noch ein wenig Aroma mit abgibt und ein wenig Knoblauch. So, und jetzt sieht man schon, dass der Saumagen da wunderbar anbräunt. So, hier habe ich als kleine Beigabe noch eine Creme aus Erbsen hergestellt. Da werden die Erbsen einfach nur im Salzwasser blanchiert, bis die Schale halt außen richtig weich sind und dann mit einer Flocke Butter aufgemixt. Und das Ganze, wenn es nicht ganz so fein beim Mixen wird, kann man es noch schön durch ein Sieb treiben, sodass es eine ganz cremige Sache wird. Es ist quasi, dass es ähnlich ist wie ein Kartoffelpüree von der Konsistenz her. Und es bringt so ein bisschen Farbe auf den Teller und es passt auch ganz toll zum Trüffel. Okay, dann fangen wir als erstes an beim Anrichten mit unserer Erbsencreme als Unterlage. Einfach damit wir so ein kleines Beet haben und als farblichen Klecks. Streichen wir so ein bisschen weg und jetzt kommt unser Hauptakteur, der Saumagen. Schneiden jetzt noch ein bisschen an, damit man auch den Trüffel noch ein bisschen sieht im Saumagen. Wunderschön auftrapieren. So, dann haben wir noch unsere Kerbelwurzel. So, ein wenig Trüffelsoße. Das ist eine Trüffelsoße mit ein bisschen Perigord Trüffel drin, also einen dunklen Jus. Ganz wichtig, kommt obendrauf dann noch ein bisschen was von unserem gehobelten Perigord Trüffel, damit wir noch ein paar Scheibchen obendrauf haben. Und so sieht unser Saumagen Deluxe dann aus. Und da wünsche ich Ihnen einen guten Appetit mit.